Hallihallo, ich begrüße euch zu einem kurzen Tutorial, wie man sich Mods runterlädt und installiert, denn die Frage kam immer mal wieder in den Kommentaren und dementsprechend wollen wir nicht lang schnacken. Ich zeige euch direkt, wie das funktioniert. Also, ihr seid hier am Browsen auf trainsimcommunity.com und habt da eine tolle Mod gefunden, zum Beispiel hier den IC1 Enhancement Pack. Habe ich schon vorgestellt, ne, vor kurzer Zeit. Tolle, tolle Mod und die wollt ihr euch runterladen. Ihr spielt hier auf dem PC, dann scrollt ihr hier ein bisschen runter und dann macht ihr folgendes: Ihr klickt mal hier drauf aufs IC1 Enhancement Pack und es wird da jetzt hier runtergeladen. Ist auch eine recht große Mod mit 72 MB. So, ihr habt das dann hier runtergeladen. Dann müsst ihr das im folgenden Ort installieren, nämlich geht ihr dann hier, wo auch immer ihr da halt den TSW installiert habt. Bei mir wäre es hier auf meiner SSD. Dort geht ihr dann in Steam Library rein, Steam Apps, Common, Trainsim World 3, Windows No Editor, TS2 Prototype, Content, DLC. Das ist dann hier eure der Ordner, in den die ganzen Mods installiert werden müssen. Dann ist das so, dass wir einmal hier auf die gedownloadete Datei gehen und die können wir uns dann einfach hier hinziehen. Und in diesem Fall, weil ich das IC1 Enhancement Pack schon installiert habe, kommt jetzt die Meldung Datei im Ziel ersetzen. Können wir auch gerne machen. Ansonsten käme die Meldung nicht und ihr müsst das einfach hier reintun. Mehr müsst ihr nicht machen, das war's dann auch. Die Mod ist dann installiert und das Ganze habt ihr dann auch hier dann drin. Ansonsten könnt ihr auch gerne die Mod Manager Mod nutzen. Die Mod Manager Mod, die. Der TSW3 Mod Manager, so könnte man sagen. Den könnt ihr auch benutzen, den gibt es auch. Aber so funktioniert das Ganze hier händisch. Da habt ihr hier dann die ganzen DLCs, die ihr installiert habt, habt ihr dann hier in diesem Ordner drin. Wie gesagt, wo auch immer hier den TSW installiert habt. Bei mir ist das die SSD, Steam Library, Steam Apps, Common, Trainsim World 3, Windows No Editor, TS2 Prototype, Content, DLC. Dort einfach installieren, reinpacken und das war's dann auch. Ja. Kurzes Tutorial. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Ciao, ciao.